Herbstzeit ist Kürbiszeit. Schon mal Cannelloni selbst gemacht mit Kürbisragout? Ich zeige euch, wie es im Kenwood Cooking Chef perfekt gelingt. Bevor wir das Kürbisragout kochen, machen wir als erstes unseren Pastateig. Ein Ei und 100 Gramm Mehl, am besten natürlich mit italienischem Mehl der Type 00. Wenn ihr ihn schön langsam auseinanderziehen könnt wie Kaugummi, hat er die perfekte Konsistenz. Der Teig ist fertig. Wir bedecken ihn, damit er nicht austrocknet, und als nächstes kochen wir das Ragout und die Bechamelsoße. Alles schmeckt besser mit Bechamelsoße. Die Soße gelingt kinderleicht. Wir schmelzen Butter, geben Mehl dazu, gießen mit Milch auf, würzen mit Salz und Muskatnuss und schon ist sie fertig. Alle guten Dinge beginnen mit Gemüsehacken. Wir zerkleinern Zwiebel, Sellerie, Karotte, Chili und Petersilie. Beim Kürbis habt ihr die Qual der Wahl, ob Klassiker wie Hokkaido oder Butternuss oder eine von unzähligen anderen Sorten wie der Festivalkürbis oder Partison. Jetzt wird gebrutzelt, wir bedecken die Würzschüssel mit Olivenöl und wir braten alles Gemüse richtig gut an. Mein Tipp für ein herbstliches Ragout: gebt ein paar Nelken dazu. Lorbeerblätter dürfen auch nicht fehlen. Und zum Schluss bedecken wir das Ganze mit Tomatenpassata. Wir decken das Ragout zu und kochen es für 1 bis 2 Stunden, bis es molto buono schmeckt. Auf geht's ins Finale. Wir salzen, pfeffern und zuckern die Soße, bis sie perfekt schmeckt. Simply delicious. Wir starten bei Stufe 0. Für saubere Ränder klappen wir alle Teigstücke einmal zusammen. Und wir lassen sie nochmal bei Stufe 0 durch. Wir rollen den Teig jetzt einmal durch Stufe 2, durch Stufe 4 und wir hören auf mit Stufe 6 und dann können wir die Cannelloni zusammenbauen. Wir starten mit der Bechamelsoße. Wir bedecken die Auflaufform damit. Wir schneiden ein ca. 10 cm langes Stück ab. Wir legen das Teigstück in die Auflaufform. Als nächstes füllen wir das Ganze gut mit Ragout. Wir klappen das Ganze zu und wir drücken sie fest an. Vor dem Backen bedecken wir das Ganze nochmal ausreichend mit Bechamel. Wer mag, streut noch Parmesan drüber. Ab in den Backofen, 200 Grad Heißluft, ca. 30 Minuten. Und fertig sind sie. Kochend heiß, ich lasse sie noch ein wenig auskühlen. Viel Spaß beim Nachkochen. Wenn euch dieses Rezept gefällt, liken, kommentieren und wiederkommen. Bis zum nächsten Mal.